So, noch immer auf der Suche nach einer City. Wir brauchen echt eine City. Ah, da fängt der Verbrannte an, da drüben. Frohes Neues. So sieht es jedenfalls aus. Müssen wir auf jeden Fall zurück. Vielleicht die andere Abzweigung weiter geradeaus nehmen. Ich meine, das hier ist ein Feldweg, aber das hat ja nichts zu sagen. Ich probiere es auch noch mit dem nächsten Sandwich. Auch yep. Nichts passiert. Auch nichts passiert. Okay, habe ich echt Schwein gehabt. Nee. Brauchen wir jetzt ein Haus? Ja. Wir brauchen aber eine Stadt. Die Zeit in den Häusern zu verbringen, kostet nur Zeit. Ja, der Seed ist aber groß. Das weiß ich. Trotz allem bringen uns die Häuser nichts außer Zeit. Down. Das heißt, liegen lassen. Wir haben jetzt schon wieder 17, gleich 18 Uhr. Hey, was haben wir hier? Mais. Ja, grünen Mais mitnehmen. Kaffee wächst hier auch, sehe ich gerade. Oder sind das Blueberries? Heidelbeeren. Und Kartoffelpflanzen. Mache ich das denn gerade richtig? Jo, Kartoffeln. Perfekt. Abflug. Drei Maiskolben. Lass uns die Müllsäcke und so unterwegs gefundene einfach wirklich mit den zwei Schlägen kaputt machen. Dann looten wir die nicht doppelt. Wir haben ja keinen Loot-Respawn, beziehungsweise. Ist ja Absicht. Oh ja. Ja, da hast du ständig Köter, keine Chance. Habe ich auch keinen Bock drauf. Sind eh die Taschen wieder arschvoll. Nach Hause. Oder wir schaffen es früh genug zur Abzweigung zurück. Wäre dann jetzt ungefähr hier schneller Wegpunkt rot da lang Richtung Süden, ganz genau Richtung Süden, ganz strange, aber da dann sowieso die Nacht rum ist, können wir das Ding hier auch platt machen, leider. Und dann müssen wir morgen unbedingt stattfinden, aus einzig und allein auf Stadtsuche gehen morgen, also wirklich an allem anderen dann vorbei. Weiß ja selber diese Hotelzimmer, ne? Der gibt hier ohne Ende Konserven. Ein bisschen Speedlooten hier abziehen. Man denkt an nichts Böses und da hört man von oben. Oh, ich hab's schon niedergestreckt. So ein Schrankpüppchen. Ja, eine Dose Katzenfutter habe ich gerade gekriegt. Ach, Püppi, was willst du denn? Draußen. Machen wir die Etage hier fertig? Nee. Ja, da kommst du immer noch nicht runter her. Das ist so schade. Garage. Fettes Coupé. Und Zombies fallen vom Dach. Hat sie mir eine gelatscht. Einfach liegen bleiben, Öl.
Viel Honig, so wie ich da gerade sehe. Macht der nicht was gegen Infection? Infektion heilen 5%, aber ich habe nur eine 6,9er. Bergbank und natürlich zerstört. Abrupfen. Über den Scheiß, den wir da rausholen, freuen wir uns, wenn wir unsere eigene bauen. Ne? Scharfschütze Band 3. Bauplan Schockstab. Ja, kannst du die reinziehen direkt. Den Schockstab? Ja, ja, das sind ja Spezialwaffen, die kannst du direkt so lernen, fertig. Wer es findet, der lernt's. Machen wir wieder wie früher. Schlepp mal den Scheiß nicht 20 Jahre mit uns rum. Ölschiefer. Ah. Hat er wieder Hunger? Der Schnulli. Ja, da gibt noch ein paar Stühle. Eine Menge Küchen in dem Haus hier. Hier ist schon gelootet. Oh, ist alles leer. Okay. Ja, im Klo unten. Ja, hier hast du schon gelootet. Ist schon leer. Hast du hier wahrscheinlich auch schon? Da war irgendwo noch ein Safe, wenn ich meine Irre. Ja, nee, keine, nee. Kein Bock drauf, kannst du machen, aber eh nicht. Hat die nicht hier irgendwas gemacht, die Brille? EP-Zuwachs, 10%, genau. Hier die nerdige Brille, hast du auch sowas? Nein. Okay. Sonnenbrille, dann lasse ich sie auch aus. Ich glaube aber zu Hause haben wir so eine schon. Eine Nerdbrille. Die macht mehr XP. Ja, EP halt, ne? Oh, ein Grill. Ich habe einen Grill gefunden. Was hat denn hier in Vietnot? Irgendwas. Ich habe einen Grill gefunden. Grill ist super. Ja, Mann. Brauchen wir nur noch richtiges Fleisch. Jetzt die Stühle da legen. Ich habe schon wieder eine völlige Überslottung. Du wahrscheinlich nicht, ne? 11 habe ich jetzt überladen. Na, hier. Farbe, 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 Metall, Blei, das Geld. Hast du alles? Ja. Okay. Oh, hier ist noch ein Schaumreding drin. Ich bin 26 überladen. Ich gebe dir noch was. Das, das, das. Heb das mal auf, bitte. Danke. Kümmere mich um die Fuzzis. Hat einen Shamway. Oh, lol. Dickerchen. Direkt runtergefallen. Okay. Waren wir nicht hier in der Garage schon zugegen? Ja. Ich ja. Der wurde hergebracht. Der hat sich da reingeboxt. So, jetzt habe ich immer noch 23 Überladung. Das kannst du dann noch nehmen. Das und die Kartoffeln hast du sowieso. Zack. Habe ich nur noch 19. Okay, das ist etwas. Dann komm. Oh ja, direkt etwas besser. Kommst du oder sortierst du noch? Bin noch unterwegs. Das ist echt Kokolores, sag ich dir. Das ist echt Kokolores. Und voll wenig Viecher, ne? Was sind das? Ameisen? Wir haben da extra von 50 auf 75 gestellt. Tja. Weil es ja allgemein sehr wenig ist. Eigentlich müsste in so einer Apokalypse das Wildlife sich gut vermehren. Da müsste deutlich mehr geben. Ah, hab's.
Vielleicht direkt den ollen Sack hier entfernen, damit wir den nicht noch 20 Mal lootet. Mädel, du kriegst nicht zu fressen. Hunger, ja, dann ess doch. Hier, habe ich was für dich. Gleich, was du mir angeboten hast, hat gut geholfen. Drei Stück gegessen. Ich meine, es ist Gefahr der Diarrhoe, aber ich hatte kein Problem. Früher sagte man, man kann die nur zur Mitternacht essen. Es steht immer noch darum, okay? Ja, weil ich am Essen bin. Kannst du auf den Schnellslot legen und während des Gehens essen? Zum Bleistift nur so als Randbemerkung. So als Klugscheißen. Ich bin auch schon wieder Hunger, aber egal. Schade ist, hier kannst du nicht wie bei Valheim während des Laufens im Inventar rumwühlen oder auf der Karte gucken. Ja. Das ist echt super nice in dem Spiel. Ja. Jetzt sind wir schon seit 4 Stunden wieder in Seven unterwegs. Das läuft ganz gut. So. Gute Entscheidung, das andere abzulehnen und zu sagen, doch jetzt hier hinzugehen, oder? Wie findest du es? Auch wenn der vorher mit dem Ding jetzt nicht geklappt hat, oder? Mit dem Server, ja, jo. Da ist da irgendwas, ne? Ist egal. Ich merke das im Koop fast gar nicht. Ist alles cool. Und gut ist. So, pass auf, die Karre nehme ich aber noch auseinander. Dann ist meine Wrench auch ziemlich weit runter. Das sind so Elektroparts und so was alles drin, weißt du? Stahlvorschlagteile haben wir. Was? Stahlvorschlaghammerteile. Ja. Hast ja schon so einen dicken. Und wieder ein Lenkrad. Super. Ich bin Fahrrad. Hervorragend. So, in der letzten Schicht ist sowieso nur Metall normalerweise. Oder? Nee, eine Sprungfeder. Ja, okay, hat sich doch noch gelohnt. Und da geht's schon wieder los. Da geht's schon wieder los. Ganz ehrlich, die Scheißbüchse, die scrappe ich jetzt, wenn ich wüsste, wo die hin ist. Da war doch gerade noch eine, was ist denn da los? Egal, weitergehen. Wir müssen auch viel mehr scrappen, Klamotten und so, ganz ehrlich. Ja, sonst hat man wieder so volle Scheiß rumliegen. Ja, du kannst du dann auch unterwegs schon, ne, scrappen und dann hast du unterwegs mehr Platz. Ich habe mir direkt einen Marker gemacht, da kann man ein bisschen querfeld einlatschen. Ich dachte, du willst nach Hause. Hier, ich will zur Kreuzung, die ist da vorne. Oh, shit. Keine Ahnung, da... Legen, Junge. Aber man kann ja jetzt selber Dosen einkochen, aber wegen einer Dose kann ich mir einen Slot sparen, kann ich schneller laufen. Ja. Er ist recht, nach Hause ist da lang. Ein Huhn? Huhn? Ja. Mein Endgegner. Hühner lasse ich in Ruhe. Ja, komische Sachen. Ja, ich habe keine Ausdauer. Bleib doch einfach mal einen Augenblick stehen. Willst du zur Nahrungsquelle werden? Ne, die fressen dich. Obwohl das gar nicht mehr so schlimm ist wie früher, ne? Da lagst du am Boden und hast gesehen, wie die über dich hergefallen sind. Ja, aber du rennst immer vorher und ich schleiche hinterher. Ich renne immer voran. Ich habe 21 Slots Überladung. Ich bin auch bei 20 und habe 0 Ausdauer. Ja, musst du einfach mal kurz stehen bleiben. Oder dich um deinen Charakter kümmern. Was essen, was trinken. Trinken gibt zum Beispiel Ausdauer.
Betty? Ja. Was? Wir machen es aber auch immer wieder, wa? Was? Im Dunkeln draußen rumrennen, wo wir es nicht sollten. Weg, sonst lootet man die nur zweimal, dreimal. Nie, alles rot. Macht ja. Ja, das könnte ich, glaube ich, den baldigen Blutmond an oder so. Wir sollten noch mal roten und Dingster-Tee kochen. Ne, was war das? Was? Komisches Geräusch. Eine Eule. Nee, das meine ich nicht. Das. Das Tschrr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 r
Komm hier rein, hier können wir uns verteidigen. Ich wollte mich ja hier einbuddeln. Einen Dreierbogen gefunden. Habe ich auch. Ups, da kommt er. Der ist noch nicht durch. Wenn ich ihn sehen könnte, könnte man schon erschießen. Da ist er. Oh, ein Wolf. Der ist im Fitnessraum. Der kommt jetzt gleich. Ich hab mal legt. Achtung, Zombina. Geteilte 700 Punkte habe ich jetzt von dir gekriegt. Okay. Einen Wolf nehme ich mal, ich habe hier ein Jagdmesser. Ich halte meine Frames wieder ab. Kannst nicht mehr abbauen. 31 Fleisch hat er uns rausgerückt. Super. Hier sind wieder 6. Oh, hier ist ein Fitnessroom. Spritze. Auch so eine olle Funzel. Okay. Hey, Mädchen. Da kannst du auch eine Fackel nehmen. Ist fast genauso gut. Ohne Scheiß. Alter. Einschlag. Ja. Was ist denn da drüben? Weil hier ist noch nicht, bin ich noch nicht fertig. Anni, kannst du ohne Scheiß kannst du auch eine Fackel nehmen. Das ist das gleiche Prinzip. Ohne Mist. Du hast halt nicht die Hand frei, nix, ne? Und die Fackel macht doch noch Brandschaden. Wenn du den Zombie die um die Ohren haust. Weißt du, was ich meine? So, welchen Tunnel sind wir denn jetzt gekommen? Hier ist nämlich noch ein Tunnel. Tja, wenn du wüsstest, wo meine Fackel ist, die ist nämlich weg. Die hast du zu Hause? Eine Wand geklebt. Genau wie ich. Die arme Sau hat es hinter sich. Nimm mal die rechte Maustaste. Was? Rechte Maustaste gedrückt halten und dann zuhauen. Beim Hammer habe ich versucht, ging nicht. Irgendwo kommt was. Ja. Oh, Schempe. Ein Hammer Stufe 3, sonst nichts. Hier, Werkzeug, Axt meine ich. Eine andere, nee, ne? Ne, Steinaxt. Eben. Hinter dir. Wow. Ach, geht ja doch mit der rechten. Ah, ich bin gleich tot, ey. Warum hast du nicht schlagen können? Du standst da einfach nur so rum. Keine Ausdauer. Also, dann rückwärts gehen. Bin ich ja. Okay, bei mir standst du hier, aber vielleicht habe ich auch wieder falsch wahrgenommen. Kriecher. Einen feuchten sehen, ne? Da sind sie. Wow. Okay. Einfach bloß rechte Maustaste. Ja, aber die verbraucht unendlich Stamina, natürlich. Jetzt kriegst du Schläge deswegen. Hast auch wieder nur gestanden und dich schlagen lassen. Ja. Hast wieder nur gestanden und dich schlagen lassen. Bist nicht rückwärts gegangen. Wahrscheinlich hast du. Ja, für deine HPs. Okay.
lagert denn Putzmittel und Kunststoff in der Mikrowelle? Noch ein Grill. Voll die verrückten Soundeffekte. Rezept gebackene Kartoffeln. Der Automat hat Andi gar nicht gecheckt, war eine Kaffeekanne drin. Ach hier, ein Glas Kaffee. Auffüllen. Sind wir denn schon durch? Stimmt nicht. Hier geht's rein. Da versteckt sich wieder jemand, aber ich habe Licht. Okay, nix. Jetzt auch noch eine Treppe höher gleich. Da hockt jemand in der Ecke. Hinter dir in der... Okay. Mensch, ich sehe doch nichts im Dunkeln. Der lag da im Licht, aber gut. Ach, hey, hier kommt man die Treppe hoch, cool. Genau zwischen den Zäunen hoch. Ah, la 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 lambada. Komm dir weg, Bruder. Der kam vom Klo. Vom Bot. Kacke, verreckt. Auch unschöner Tod. Ledig. Anschleichen, anschleichen. Oh. Hätte aber dein Ende sein sollen. Einstein Junior. Hier sind noch drei Zombies. Ja. Blickst die ganze Zeit wild durch die Gegend, ne? Man hört die ganze Zeit nur dieses Hammer ausholen. Ich mach die Bänke kaputt. Man nimmt sie nicht die Axt, die ist ja effektiver. Und verbraucht weniger Ausdauer. Hey, Shemway. Wupp, wupp. Wow, drei Dosen Shamway und mein Inventar ist bis Anschlag voll. Bin komplett voll. Komplett. Wow. Das ist heavy. Mal jetzt ganz anders zerlegen. Was ist das? Kälte. Ah, das ist die dicke Jacke. Okay. Kältewirkung plus. Oh, die ist besser. Tragen. Das Schrottding hier. Zerlegen. Ich trage immer noch das Ding von Dings da, Boomster. Hier das selber aus Fasern gemachte. Mhm. So. Cold Beer hier. Mhm. Wieder ein Versteck. Wieder eine was ist das? Walking Stiff. Walking Stiff. Eine olle Axt. Zerlegen, aber 13 Metallbarren aus Stahl. Yay, wir haben Tag. Haben wir die Nacht ja noch rumgekriegt. Scheiße. Bimbis, Oberkante, Unterkante voll. Ein Clownhammer? Mhm, den braucht man zum Bauen. Der ist gut. So. Und
Mit einem Bewegungssensor gefunden. Gut, wir müssen uns mal hier absprechen. Was trägst du an Handschuhe? Ich hätte gefütterte Handschuhe Stufe 2. Hier, guck mal, ob das was für dich ist. Ich habe sie hingeschmissen. Kannst du dann besser vergleichen. Pflanzenfaserhandschuhe. Sieh sie an. Ich hätte aber auch Alteisenhandschuhe. Hier, guck mal, ob sie dir besser gefallen. Zack. Alteisenstiefel, klar, tragen. Die sind besser. Die machen minus 0,9 Ausdauer, Beweglichkeit minus 6. Geräuscherhöhung plus 20. Maximale Haltbarkeit, aha. Okay. Zack, 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 zack. Dann nehme ich lieber die Alteisendinger. Dann. Ausdauer die Sekunden plus 0,9. Ja. Die kann ich so lange tragen, bis sie jetzt heraus sind. Dann kann ich nämlich den Eulenhut einfach zerlegen und wegkloppen. Eine Zigarre! Was? Ich habe eine Zigarre. Super. So, wie viele Slots? Ich habe nur noch 4 Stück frei. Ich habe noch eine Reihe unten frei. Okay. 1, 2. Du hast jetzt unten noch frei. 4, 6, 12. 8. Ach, ja, passt das. Komm. Abflug. Helme. Also, wenn du Hunger hast, musst du sagen, ich habe hier ein paar Büchsen. Guck mal. Ja, Nahrung 4. Ja. Danke. Aufessen, ne, direkt. Jetzt nicht sagen. Ja, ja. In der Quark. Und jetzt weg hier. Heime. Ja, hier oben ist offen. Oben ist offen. Ah ja. Geradezu. Das war schon mit meiner Ausdauer dreimal gehüpft, fertig. Mhm. Ja, da ist das Bett. Die rennt ein Fett hier rum. Geklopft. Da lang. Ja, warte mal, mir wird mein Speer angezeigt. Krass. Ich habe eben den Speer geworfen und habe den nicht wiedergefunden. Und der wird mir tatsächlich angezeigt. Hier ist dein Speer. Ist ja geil. Speer. Was? Achso, du hast den Speer gebastelt. Ein Steinspeer. Nee, habe ich gefunden. Brauchst du Steine? Nee, nee. Ja, jetzt. Ich will jetzt nur noch Häme. Gar nichts, der Speer. Außer dass du schmeißen kannst. Ja, hier, guck mal. Oh. Das sieht. Probiere ich gleich doch mal bei allen. Schmeiß ich auch ein Vieh einfach vom Kopf. Mhm. Ja, der lädt sich auf wie der Bogen. Durchzieher. Das kann man mal ausprobieren. So, Himmel ist da lang, okay. Schon wieder am Verhungern. Also, ich kriege hier noch die Pimpanelle, ne? Runter jetzt wenigstens schnell. Wir haben jetzt noch einen Tag und dann müssen wir auf Pforte vorbereiten. Hm. Weißt ja nicht, dass wir faul sind, ne? Nee, nee. Nur einen Tag können wir noch verschwenden, also den 6. Die kommen ja erst am 7.
Also am 7. morgens können wir nichts anderes mehr machen, außer absichern, Spikes, Quark, Quark. Brennt da oben was? Sieht so aus, ne? Aber ich glaube, da ist der Sonnenaufgang durch die Bäume durchzusehen. Ach so. Na, guck mal, was da wackelt auf der Straße. Ja, super, dann kann ich dir mal den Speer ins Gesicht schmeißen. Geh dir mal aus dem Weg. Will nur wissen, ob der was tuckt. So, voll aufgeladen. Okay, kann ich ihn erstmal wieder aus dem Leib ziehen. Und ausdauertechnisch? Ausdauer? Ist voll, während der gespannt ist, geht meine Ausdauer wieder hoch. Und der Schmiss, ja, 40 Ausdauer ungefähr. Aber jetzt ist der Speer schon nicht mehr wiederkriegbar. Ah, jetzt. Hier, probier mal selber aus. Nee. Da liegt er, nimm ihn dir. Hier liegt er, siehst du den nicht? Nein. Okay, pass auf, dann droppe ich dir den. Einfach mit G, zack. Okay, jetzt hast du ihn. Sah so aus, als ob du, naja, ein Dingeling hast. Ein was? Ein Dingeling. Ging dir genau zwischen die Beine. Mir ist kalt. Oh. Da komm, ab jetzt heimwärts. 14% Infektion, jetzt muss ich den doch benutzen. Den Honey. Genau, direkt weg, dann lootet man die nicht doppelt. Muss mal ausprobieren, den Speer. Bin jetzt nicht so begeistert. Während also, wenn es hier kalt ist, muss doch irgendwo ein Eisgebiet in der Nähe sein, wa? Nö. Das Wetter hier ist dynamisch. Also rein theoretisch würde es hier auch Zyklen geben, wie Sommer, Winter und so weiter. Gibt's nicht, aber könnte es. Das Wetter ist dynamisch. Das ist wieder ein Haus. Du kannst da, wo du wohnst, es mal warm haben und dann gibt's eine Kaltfront und dann ist der arschkalt da, wo du wohnst. Halt die Dynamik. Aber da waren wir schon da oben. Ah. So Feder muss ich halt mitstopfen. Ich will nach Haus. Ich will auch nach Haus. Aber das Bett ist schon recht groß. Ich glaube, wir sind nicht allzu weit entfernt. Richtig? Hm. Wir sind noch da. Ich weiß. Wallachai. Bum, 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 bum.